und zu Wort gemeldet. Die Frau Abgeordnete Himmelbauer, bitte sehr, bei Ihnen steht das Wort. Eva Maria Himmelbauer, ÖVP, sie ist die Sprecherin für Netzpolitik. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nun in die Tagesordnung einsteigen und es freut mich sehr, dass wir mit dem Tagesordnungspunkt zum Thema Open-Source-Einsatz und vor allem Schaffung von digitaler Souveränität auch in diesen Tag hineinstarten dürfen. Was soll beschlossen werden? Beschlossen werden soll eine Evaluierung des geschäftskritischen IT-Verfahrens, um auszuloten, inwieweit wir digitale Souveränität durch den vermehrten Einsatz von Open-Source-Produkten auch herstellen können, sowohl kurz- als mittelfristig. Es soll gewährleistet werden, dass ein Produktkatalog erstellt wird, wo mögliche Produkte, die durch die öffentliche Verwaltung, durch die Einrichtungen eingesetzt werden, zur Verfügung steht, um somit den einzelnen Stellen auch hier ein Portfolio zu bieten. Und zu guter Letzt soll auch eine Evaluierung vorgenommen werden, um den verstärkten Einsatz von Open-Source-Software im Bereich der Bildung und der Lehre zu gewährleisten. Und es freut mich sehr, dass dieser Antrag auch heute einstimmig Zustimmung finden wird. Worauf zielt dieser Antrag ab? Oder beginnen wir damit auch mit der Entstehungsgeschichte? Es hat vor längerer Zeit hier von Seiten der SPÖ einen Antrag gegeben. Ja? Und parallel dazu hat es bereits im Ministerium eine Initiative gegeben, um Handlungsbereiche der digitalen Souveränität, wo auch hier dieses Papier entstanden ist, auszuarbeiten. Und meine Aufgabe oder mein Ansinnen war es dann auch, diesen guten Antrag der SPÖ gemeinsam mit diesen Erhebungen und der ersten Analyse, die es hier auch im Ministerium gibt, zusammenzufassen, um hier diesen gemeinschaftlichen Antrag zu formulieren. Was ist das Ansinnen dieses Antrags? Zum einen geht es natürlich um Abhängigkeiten abzubauen, weil eben gewisse Systeme, Softwareprodukte natürlich auch hier vermehrt und stark im Einsatz sind, die, wenn sie durch Schäden, durch die Produkthersteller, wenn es da kommt, es eben zu Abhängigkeiten. Es geht natürlich auch um die Verhandlungsposition der öffentlichen Verwaltung zu stärken, indem einfach mehr Produktvielfalt zur Auswahl steht. Es geht darum, Konformität zu stärken und ich komme selbst aus dem Datenschutzbereich, das ist natürlich ein wichtiges Anliegen. Denkt man nur an die Aufhebung des Privacy Shield und die vielen bestehenden offenen Fragen, die es dazu gibt. Ja, es geht genauso auch um Zugriffsberechtigungen, Datenexport in Drittländern wie zum Beispiel auch der EU. USA. Es geht darum, Kosten zu senken, ja, aber man darf hier nicht in Irrglauben verfallen, nur weil gewisse Open-Source-Produkte auch kostenlos im Internet zur Verfügung stehen oder generell angeboten werden, dass es grundsätzlich auch gratis ist, weil parallel dazu natürlich auch mehr personelle Ressourcen vielleicht oder Wissen auch notwendig ist, das natürlich auch wieder Geld kostet. Ich habe auch den Punkt Sicherheit verbessern aufgeschrieben, kann durchaus durch Open-Source verbessert und gewährleistet werden, aber auch hier muss man auch immer die Open-Source-Software an sich betrachten. Ja, es geht hier darum, welche Community steckt dahinter, wie groß ist die Community und welches Wissen bringt die mit und welches Wissen bringt man selbst mit. Es geht natürlich um Kompetenzen erweitern und ich glaube auch, die öffentliche Verwaltung kann hier eine Vorbildwirkung einnehmen. Sie kann beitragen, dass ein Ökosystem geschaffen wird, um in Österreich, aber auch insgesamt in der EU, die Entwicklung von Open Source voranzutreiben und zu stärken. Open Source Software ist nur ein Teil, wenn wir über das Thema digitale Souveränität sprechen. Es gibt da viele Bemühungen, sowohl auch in Österreich als insgesamt in der Europäischen Union. Wenn ich hier beispielsweise hervorgreifen darf, das Thema Gaia-X, wenn es um die Schaffung von Rechenzentrum mit europäischen Standards geht. Wir reden über den Chip Act, wenn es um Halbleitertechnologien und die Anwendung geht und vor allem diesen Bereich in Europa zu stärken. Es geht natürlich auch um die Verfügungstellung und die Nutzung von Daten. Daten als Grundlage für eine Wissensgesellschaft und für die Entwicklung von Produkten. Und hier setzt der Data Act als auch der Data Governance Act der Europäischen Union an. Und derzeit in Verhandlung ist auch der Cybersicherheitsbereich, also Cyber Resilience Act, wo es auch darum geht, die Sicherheit von digitalen Produkten, Anwendungen, Software auch sicherzustellen.
Das alles geht natürlich auch einher mit dem Thema KI-Entwicklung. Ich freue mich, dass wir in den letzten Tagen sehr intensiv uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, mit einer Veranstaltung hier im Parlament, als auch mit unserer Initiative. Und danke da auch an den Herrn Obmann des Forschungs-, Innovation- und Digitalisierungsausschusses mit einer Aussprache mit Expertinnen und Experten. Wir sind hier auf einem guten Weg, uns mit dem Thema intensivst auseinanderzusetzen. Und gestern haben wir auch wieder eine Initiative gesetzt mit einem Antrag, um im Bereich der Bildung, der Schule, auch den vermehrten KI-Einsatz bestmöglich zu begleiten. Ich danke nochmal für die Einstimmigkeit zu diesem Antrag. Ich freue mich auf weitere Initiativen in diesem Zusammenhang und freue mich auf eine lebhafte Debatte. Dankeschön.